Ja? Lutsch meine Eier, du fette Bitch. Was? Komm sofort her, du kleines Monster. Ich hab lang genug Geduld gehabt. Lauf nicht weg vor mir, du Rotzlöffel. Für wen hältst du dich eigentlich? Wo ist er? Wo ist dein Bruder? In der Vorratskammer. Du brauchst dich gar nicht vor mir zu verstecken. Jetzt kannst du was erleben, Ike. Was? Kyle, mach jetzt sofort die Tür auf. Mom, es tut uns echt leid. Aber Ike und ich müssen was machen und dazu brauchen wir die Computer. Was? Keine Computer. Fass ja die Computer nicht an. Es ist wichtig, Mom. Echt, nur so können wir unsere Familie retten. Ihr seid erledigt. Hört ihr mich? Ihr seid beide erledigt. Oh, Jungs. Wehe, ihr sitzt wieder vor dem Computer. Das werdet ihr mir büßen. Eure Mutter in die Vorratskammer zu sperren. Ich sperre euch für immer in eure Zimmer. Kyle, du solltest lieber nicht da sein, wenn ich rauskomme. Bitte schon mal dafür, dass... Ihr seid alle dummärschige Fickbatzen. Leck mein Arschloch, du mexikanische Nutte. Ike! Du wagst es, mich in die Vorratskammer zu sperren, damit du auf deinem Computer spielen kannst? Mami! Na warte, jetzt kannst du was erleben! Kyle! Ike! Scheiße! Mami ist ausgebrochen! Du bist dran schuld, dass dein Bruder so geworden ist! Mom, hör mal, du irrst dich! Ike ist nicht der Schultroll! Wir helfen gerade... Halt die Klappe! Kein Wort mehr von keinem von euch! Ihr habt ab jetzt absolutes Computerverbot! Für immer! Mom, bitte, hör mir doch mal zu! Ike ist unschuldig! Hältst du mich für dämlich? Nein! Mom, du weißt nun nicht alles! Ihr beide verschwindet von hier! Sofort! Tut mir leid, Mom. Ich versuche nur, meine Familie zu schützen.